Hallo liebe Comic- und Manga-Freunde, ich bin Kira vom Kanal Kira Las Vegas und in Zusammenarbeit mit dem Gratis-Comic-Tag und CrossCult darf ich euch heute Voltron, legendärer Verteidiger, vorstellen. Das Gratis-Comic-Tag-Heft Voltron ist der Auftakt zu den brandneuen Comic-Episoden zur animierten Netflix-Erfolgsserie von den Produzenten von Avatar, Herr der Elemente. Das Heft setzt die Geschichte der Paladine von Voltron zwischen der 8. und 9. Folge der ersten Staffel fort. Unter dem Label CrossCult veröffentlicht das Ludwigsburger Grafikstudio Amigo Grafik seit 2001 Comic als sorgfältig editierte Hardcover-Ausgaben. Zu den bekanntesten Titeln zählen Sin City, The Walking Dead, Hellboy und natürlich auch Avatar, der Herr der Elemente. Und viele mehr. Thematisch steht CrossCult für ein Programm aus den Genres Horror, Fantasy, Crime und Science Fiction und fungiert mit seinen Comic-Veröffentlichungen als Schnittstelle zu den erfolgreichen TV- oder Kinoserien. Seit 2008 gibt es hier auch Romane. Insbesondere die Romanreihen zur Science-Fiction-Kultsaga Star Trek erfreuen sich hier größtenteils. Beliebtheit. Weitere Romane zu populären Kultserien wie zum Beispiel James Bond oder Doctor Who runden das Programm von CrossCult perfekt ab. Wieder zurück zu Voltron. Wer steckt denn dahinter? Unter anderem zum Beispiel Tim Hedrick, ein Autor und Produzent von Avatar und auch von Die Legende von Korra, ist seit 99 beim Fernsehen tätig und hat mehrere TV-Filme produziert und geschrieben. Er war Hauptautor, Story Director und Voice Editor für Voltron, der legendäre Verteidiger. Er arbeitete zusammen mit Mitch Iverson, der unter anderem auch Autor und Drehbuchkoordinator für Voltron war. Iverson forschte gerne nach wissenschaftlichen Erkenntnissen und brachte aktuelle Sci-Fi-Themen in die Serie. Digital Art Chefs sind für die Zeichnungen verantwortlich. Sie sind eine Gruppe vielseitiger und professioneller Künstler, die an Comicproduktionen, Konzeptentwürfen, Charakterdesigns und vielen weiteren Bereichen arbeiten. Wir bleiben bei Science-Fiction, Action und Spaß. All das finden wir im Gratis-Comic-Tag-Heft zu Voltron. Wer auf Transformer, Power Rangers und Captain Planet steht, wird sich auf jeden Fall sehr über Voltron freuen. Wir werden in die Trainingsphase fünf junger Paladine geworfen, die fancy Löwenraumschiffe fliegen. Das sind aber nicht nur irgendwelche Schlitten, die Dinger können sich verbinden und somit den legendären Verteidiger, den mächtigen, den glänzenden Voltron formen. Es kriselt ein bisschen, doch die Helden reißen sich zusammen, um mit Köpfchen und Geschick gegen fiese, eklige Monster zu kämpfen und später noch um einiges Schlimmeres. Überraschung, die Erde muss mal wieder gerettet werden. Und was gibt es Cooleres als das von so einem riesengroßen Transformer-Löwen-Weltraumviech? Also, jetzt mal ehrlich. Als Kind der 90er habe ich harte Power Ranger-Vibes gespürt, die mich direkt in die spannende Story gerissen haben. Der Zeichenstil ist richtig dynamisch und auch echt gut koloriert. Also auch was fürs Auge. Ja, und wie es weitergeht, könnt ihr am 11. Mai selbst herausfinden. Da ist nämlich unser Gratis-Comic-Tag. Und da könnt ihr euch euren Gratis-Voltron-Comic bei allen Teilnehmern den Händlern abholen. Aber aufgepasst, es gibt noch etwas für euch zu gewinnen. Ich schenke euch den kompletten Comic Voltron, legendärer Verteidiger. Nicht nur das gratis Comic-Duck-Heft, sondern wirklich das komplette Ding. Falls ihr das Schätzchen gewinnen möchtet, schreibt einfach in die Kommentare, warum. Und jetzt schreibt bitte nicht warum, sondern warum ihr das gewinnen möchtet. Okay? Danke. Alle weiteren Infos zur Teilnahme findet ihr natürlich wie immer in der Infobox des Videos. Wenn ihr wissen möchtet, welche Schmankerl euch noch am Gratis-Comic-Tag erwarten, dann solltet ihr auf jeden Fall diesen Kanal abonnieren. Schaut mal auf der Website www.gratiscomictag.de vorbei. Da sind alle Comics auch nochmal aufgelistet, die ihr so kriegen könnt. Ansonsten stellen meine wunderbaren Kollegen die natürlich auch weiterhin für euch vor. Gerne könnt ihr zusätzlich dem Hashtag GCT2019 folgen, um nichts mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns schon hoffentlich bald wieder. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und passt auf euch auf. Ciao! We'll be right back.